Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es ist schon viel gesagt worden zur Auswertung des Wahlkampfes. Und vieles davon ist richtig und manches ist besonders hart und deswegen vielleicht auch besonders richtig. Und obwohl diese Wahl erst einen Monat her ist, haben wir doch schon einen ziemlich klaren Blick auf vieles, was da passiert ist. Zu diesem klaren Blick gehört erstmal, dass ich euch Danke sagen will. Danke sagen für einen harten und engagierten Wahlkampf. Danke sagen will dafür, dass ihr weitergemacht habt, auch wenn es besonders schwierig war. Und auch danke dafür, dass ich eure Spitzenkandidatin sein durfte, auch wenn das Ergebnis mich auch enttäuscht hat und viele von uns enttäuscht hat. Aber trotz unserer Enttäuschung haben wir selbstverständlich Verantwortung für einen Wählerauftrag. Und der heißt nicht, geht in die Schmollecke. Und das haben wir auch nicht getan, sondern wir sind in zwei lange Gespräche, in ein sehr ernsthaftes Gespräch mit der CDU und CSU zur Sondierung gegangen. Und wir hatten in unserer Sondierungsgruppe aus Bund und Ländern auf grüner Seite eine sehr klare und einheitliche Linie. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen wissen, wo wir Übereinstimmungen finden können. Und ja, wir sind offen, wir sind auch für Überraschungen offen. Und ich sage euch offen, ja, ich war überrascht. Ich war überrascht davon, wie die Union plötzlich über Staatsbürgerschaft geredet hat oder wie sie über Fracking geredet hat. Und wir haben auch unsererseits gezeigt, dass wir es ernst meinen mit diesen Gesprächen. Und nach den zwei Gesprächen mussten wir trotzdem sagen, das reicht nicht. Das reicht nicht für eine Regierung, die 4 Jahre halten soll. Und das reicht insbesondere dort nicht, wo unser grünes Herz so ganz besonders schlägt, nämlich bei der Energie und beim CO2-Einsparen. Und manche werden jetzt sagen, du liebe Zeit, eben haben wir die noch hart bekämpft und dann setzen wir uns zu ernsthaften Gesprächen an den Tisch. Ich sage euch, wenn es einer Partei so sehr um die Inhalte geht wie uns, dann muss man genau das tun und dann muss man das ernsthaft tun und dann muss man genau fragen, könnte es gehen und könnte es reichen, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn die CSU plötzlich signalisiert, dass sie versteht, wie wichtig uns das ist, wie wichtig uns Migration ist und nicht nur uns, sondern wie wichtig es für diese Gesellschaft ist und wie wichtig es ist, dass Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge in diesem Land und gerade auch in Bayern anders behandelt werden, dann werden wir sie aus diesem Versprechen und aus dieser Ansage auch nicht wieder herauslassen. Nicht in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde, und auch nicht vor dem Brandenburger Tor. Auch das ist ein Ergebnis dieser Gespräche, die wir geführt haben. Und ebenso wie klar ist, dass wir uns nicht verbiegen werden, wenn es um Ökologie geht, heißt es auf der anderen Seite aber eben auch, nach diesen Gesprächen sind wir nicht im Wartestand, liebe Freundinnen und Freunde. Nein, wir warten nicht ab, sondern wir bereiten uns jetzt verdammt schnell darauf vor, dass sich diese SPD und diese CDU/CSU doch dann sehr unspektakulär und schnell zusammengefunden haben. Und jetzt fragen manche, warum redet ihr eigentlich nicht mit den Linken? Und da könnte man sich's ganz einfach machen und könnte sagen, na, dazu müsst ihr ja die SPD einladen. So einfach will ich es uns nicht machen. Aber ich sage für uns, und zwar nur für uns an dieser Stelle, ich hätte das sehr gern, auch wenn es in meinem Bauch nicht so ganz geradeaus geht, wenn ich daran denke, dass wir mit der SED-Nachfolgepartei über Regierungsbildung reden sollten. Ich hätte es sehr gern, aber das heißt auch, dass ich die Linke tatsächlich mal der Verantwortung stellen muss, was es heißt, Regierungsverantwortung zu übernehmen, liebe Freundinnen und Freunde. Das heißt, man muss sich dieser Verantwortung stellen, wenn es um Finanzversprechen geht. Das heißt auch, und da stimme ich Hans-Christian Ströbele ausdrücklich zu, der diese Woche gesagt hat, er habe erhebliche Probleme inhaltlicher Art mit den Linken wegen ihrer Haltung zu verteidigungs- und außenpolitischen Fragen, liebe Freundinnen und Freunde. Das können nicht wir machen. Diese Hausaufgaben muss die Linke machen und da muss Gregor Gysi seine Partei zum Erwachsenwerden und zum Regierungsfähigwerden treiben, liebe Freundinnen und Freunde. Was kommt, ist die Große Koalition und die haben beim Sondieren die Energiefrage ja faktisch ausgespart.
Und auch die offene Gesellschaft, darüber mussten die offenbar auch nicht lange reden. Und das ist für uns ein Riesenansporn. Ja, wir sind die kleinste Fraktion im Bundestag und das ist sehr schmerzlich. Wir werden aber die sein, die nicht zulässt, dass der Weltklimabericht nur eine öffentliche Randnotiz ist, liebe Freundinnen und Freunde, denn dafür sind wir da. Wir sind da als Grüne für die Eisbären und für die Schmetterlinge und für die Textilarbeiter in Bangladesch. Und wir sind da dafür, dass die kommenden Generationen eine lebenswerte Welt vorfinden sollen. Nach dieser Wahl ist viel Anlass, über unsere Inhalte nachzudenken, liebe Freundinnen und Freunde. Dieses Wahlergebnis ist aber kein Grund, jetzt einfach alles über Bord zu werfen. Wir haben viel erarbeitet und wir müssen das nicht aufgeben. Was aber richtig ist, ist, dass wir neu anordnen müssen und dass wir neu erzählen müssen. Wir wollten alles auf einmal und es hat viele überfordert, die Wählerinnen und Wähler, aber auch die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer an vielen Stellen. Aber ich sage auch, da geht es nicht um Kommunikation. Da geht es nicht darum, dass wir es nur hätten besser erklären sollen. Wir haben alles bis ins Detail ausgearbeitet. Wir hatten Antworten auf Fragen, die uns überhaupt niemand gestellt hat, liebe Freundinnen und Freunde. Aber was die Leute wollten, war, dass wir ihnen sagen, warum wir das eigentlich machen und warum wir das eigentlich wollen, was uns antreibt und was unsere Motivation ist. Und das können wir wieder erzählen. Dafür müssen wir uns nicht verstecken. Wir sind in der politischen Landschaft Deutschlands fest verwurzelt seit 30 Jahren und haben die entscheidend geprägt. Und dass sich eine CSU jetzt bewegt, ja, das ist doch auch unser Erfolg, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist Grund zum Nachdenken, aber das ist auch aller Grund, rauszugehen. Wir sind die politische Heimat für diejenigen, die Gerechtigkeit nicht nach der Dicke ihres eigenen Geldbeutels messen oder die die Frage der Umwelt nicht nach Zweck und Mittel betrachten, sondern nach Grundwerten. Und bei diesen Grundwerten geht es auch um die Freiheit und diese Leute denken bei Freiheit nicht zuerst an die eigene Beinfreiheit, liebe Freundinnen und Freunde. Und auch das macht uns aus, uns Grüne. Und jetzt kommen ja manche und sagen, jetzt wollen wir uns auf unsere Wurzeln besinnen. Und dann heißt das wohl, dass wir uns auf ein Thema verengen wollen. Ich sage euch, ich halte das für richtigen Quatsch. Ökologie ist nämlich kein Punkt. Ökologie ist auch kein Thema, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist keine Nische. Ökologie ist eine bestimmte Art, die Welt zu denken und darüber nachzusehen. Eine bestimmte Art, die Welt zu denken von der Zukunft her. Die Welt zu denken vom Kleinsten her, von der Nebenwirkung her und vom Zusammenhang her. Ökologisches Denken, liebe Freundinnen und Freunde, das ist eine Grundhaltung und genau dafür sind wir Grüne da in Deutschland und deswegen müssen wir dabei auch bleiben, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir werden nach diesem Wahlergebnis weiterdenken müssen, natürlich. Und es geht um grüne Eigenständigkeit, aber Eigenständigkeit ist kein Code für irgendeine Koalition, sondern Eigenständigkeit heißt, wir überlegen uns, was wir wollen, was unsere Angebote sind und das überlegen wir uns nicht danach, welche Schnittmengen wir mit anderen haben, sondern das überlegen wir danach, was wir mit anderen gemeinsam dann am Ende durchsetzen können. Und für diese Eigenständigkeit werden wir hart arbeiten müssen in diesem Parlament und als Partei in den nächsten 4 Jahren, damit 2017 völlig klar ist, diese Grünen sind eine selbstbewusste, eine eigenständige Kraft in der Politik und sie werden Mehrheiten für das suchen, was sie wollen und wofür sie brennen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich bin sicher, dass wir das gemeinsam schaffen können, auch gerade nach diesem Wahlergebnis. Wenn wir jetzt ökologische Transformation viel stärker in den Mittelpunkt stellen, dann heißt das natürlich, dass wir mit Leuten in der Wirtschaft sprechen müssen. Und sprechen heißt Dialog und sprechen heißt aber nicht, dass wir uns ranschmeißen. Und dieser Dialog heißt, wir hören zu, was die von uns wollen, aber wir werben auch dafür, dass wir gemeinsame Grundwerte haben. Wenn es um Bildung geht, wenn es um Fachkräfte geht, ja, wenn es um Ressourcenschonung geht. Und wir reden mit der Unternehmerin, die sagt, ich zahle faire Löhne und habe deswegen einen Wettbewerbsnachteil, liebe Freundinnen und Freunde. Ökologische Transformation und das Reden mit der Wirtschaft heißt aber auch, dass wir diejenigen sind, die klar machen müssen, es geht nicht nur um kleine Stellschrauben, um Jahreszahlen, es geht nicht nur um irgendwelche Dinge, die wir technisch ausrechnen können, sondern es geht darum,
welche Erde wir eigentlich unseren Kindern und unseren Enkeln überlassen und ob die noch Luft zum Atmen haben, liebe Freundinnen und Freunde. Und dafür müssen wir Verbündete suchen in der Wirtschaft, aber natürlich auch anderswo. Und ich sage euch, wenn wir nicht davon reden und wenn unsere Augen nicht davon glänzen und wenn wir nicht dafür begeistern können, dann wird es niemand tun. Und deswegen ist es so großartig, in dieser Partei zu sein, mit den 61.000 anderen Mitgliedern und natürlich mit euch, liebe Freundinnen und Freunde, diese Begeisterung wieder zu wecken für das, was uns als Grüne ausmacht. Dafür stehen wir und das können wir auch selbstbewusst tun, auch nach diesem Wahlergebnis, das uns alle schmerzt, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich will auch gern der Behauptung widersprechen, wir hätten im Wahlkampf zu viel über Gerechtigkeit geredet. Liebe Freundinnen und Freunde, unsere Wählerinnen haben ein extrem ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Die denken darüber nach, wer das T-Shirt für 5 € eigentlich mitbezahlt. Die denken darüber nach, wer die ersten Opfer des Klimawandels sind. Und ja, die soziale Frage brennt auch hier in Deutschland und sie brennt in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich stark. Und das heißt eben gerade nicht, dass wir die Sozialpolitik anderen überlassen sollen. Ich finde nämlich, sie können es nicht besser, liebe Freundinnen und Freunde. Und das heißt, dass wir auch weiterhin der Meinung sind, dass die Schwächsten in unserer Gesellschaft die meiste Unterstützung brauchen. Und Unterstützung ist aber mehr als Alimentierung. Und deswegen kommt es, glaube ich, darauf an, dass wir anders als in diesem Wahlkampf deutlich machen, dass wir die Partei sind, die dem Einzelnen etwas zutraut, dass wir die Partei sind, die Voraussetzungen schaffen will dafür, dass man sich entwickeln und entfalten kann, dass wir die Partei sind, die den Schwächsten sagt, ja, ihr könnt da aussteigen und ihr könnt aufsteigen und dass wir an diese Hoffnung fest glauben und dass wir dieses Versprechen auch geben können, diese Voraussetzungen zu schaffen, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist die Sozialpolitik, mit der wir sagen können, das ist grüne, das ist freiheitsliebende Sozialpolitik und dafür stehen wir, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn man eine gerechte Gesellschaft will, dann ist das kein Eliteprojekt, sondern dafür braucht man Verbündete. In der Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft und weit darüber hinaus. Wir sind die Partei, die aus der Bewegung kommt, liebe Freundinnen und Freunde, und daran müssen wir anknüpfen. Wir haben ja in diesem Wahlkampf festgestellt, dass gesellschaftliche Mehrheiten nicht reichen, sondern wir brauchen auch Verbündete, die mit uns im Ring stehen, und zwar bitte auch bis zum Ende. Wir brauchen Verbündete, die mit uns um Gerechtigkeit, um Klimaschutz und um Freiheit kämpfen. Und deswegen müssen wir die Freiheitsliebenden und die Naturschützer und deswegen müssen wir die Überzeugten, aber eben auch die Zweifler ansprechen und ihnen zuhören und sie fragen, wie meint ihr es denn? Und sie fragen, was glaubt ihr, wie es weitergehen kann in dieser Gesellschaft? Und dieses Zuhören heißt nicht einfach nur, sich mal was anzuhören, sondern es heißt diskutieren unter uns, aber eben auch endlich wieder mit den anderen, die da draußen sind und auf uns warten. Und natürlich wird es dann so sein, dass wir Antworten geben müssen. Und zu diesen Antworten gehört es, dass wir keine Wohlfühlpartei sind. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, das sind wir ganz bestimmt nicht. Die Leute werden von uns Antworten verlangen, die Zusagen sind, aber auch Ansagen, die Zumutungen sind, aber eben auch Mut bedeuten. Dafür sind Bündnis 90 die Grünen da. Und dann kann man auch wieder sagen, das ist eine große Sache, die die Grünen da vorhaben und da wollen wir dabei sein und genau daran müssen wir arbeiten, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn wir von Freiheit reden, dann bedeutet Freiheit immer auch Verantwortung. Und dass wir in diesem Wahlkampf in die Ecke der Verbotspartei gedrängt worden sind und als grüne Oberlehrer bezeichnet worden, das ist für jemanden, der am Ende der DDR für die Freiheit auf die Straße gegangen ist, das könnt ihr euch vorstellen, besonders schmerzlich. Was wir prüfen müssen ist, und das ist unsere Verantwortung, ob wir die Veränderungen, die wir wollen, ob die auch wirklich zu tun haben mit ökologischem Handeln und mit gerechtem Ausgleich. Oder ob es vielleicht am Ende doch darum geht, dass wir wissen, wie man zu leben hat. Oder dass das grüne Leben Mainstream wäre. Natürlich, liebe Freundinnen und Freunde, ist es Quatsch, mit dem SUV zum Supermarkt zu fahren. Und noch quatscher ist es, wenn man damit das Billigfleisch abholt.
Aber es steht uns eben nicht zu, darüber zu urteilen, ästhetisch oder kulturell, liebe Freundinnen und Freunde. Uns steht es zu, das Dienstwagenprivileg abzuschaffen und die Massentierhaltung. Uns steht es zu, für Carsharing einzutreten und natürlich für den Ökolandbau. Und wenn wir, liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir die Partei der Selbstbestimmung sein wollen und der Freiheit der Lebensentwürfe, dann eben nicht nur für uns und nicht nur für die uns passen, sondern auch für die, deren Lebensweise uns total fremd ist. Erst dann haben wir es geschafft, über Freiheit und Selbstbestimmung auch wirklich ehrlich zu reden, liebe Freundinnen und Freunde. Na klar, wir bleiben diejenigen, die für Freiheit ohne Grenzzäune streiten, für Freiheit statt Überwachungsstaat. Wir sind diejenigen, die für Freiheit auch der Andersdenkenden, der Anderslebenden und sogar der Andersessenden zu streiten haben. Wir wollen keinen Paternalismus, aber wir wollen weiterhin die Partei sein, die streitet für Selbstbestimmung von Flüchtlingen, von Asylbewerbern, von Schwulen und Lesben. Und ja, diese Partei wird immer und immer auf die Straße gehen, wenn da Nazis versuchen, die Räume zu besetzen, liebe Freundinnen und Freunde. Das sind die Feinde der Freiheit und die werden wir bekämpfen. Und jetzt sagen ja viele, wir sollen uns nicht so sehr mit uns selbst beschäftigen. Aber an einer Stelle müssen wir das schon tun. Wir müssen das tun, weil wir mit einer kleinen Bundestagsfraktion und auf der anderen Seite vielen Erfahrenen in den Kommunalparlamenten, in den Landesparlamenten und vor allem in unseren Landesregierungen dafür sorgen müssen, dass wir als grüne Kraft gemeinsam wahrgenommen werden. Und das wird bedeuten für die Bundestagsfraktion, dass wir sehr viel an Kommunikation brauchen, an Abstimmung brauchen und auch an gemeinsamen Ideen, wie wir das hinbekommen. Und dafür, liebe Freundinnen und Freunde, brauchen wir Strukturen. Aber es geht auch nicht nur um Strukturen. Es geht auch um die Art und Weise, wie wir miteinander diskutieren. Und das heißt für mich, wir brauchen wieder eine offene Debattenkultur. Eine, die die Kontroverse zulässt, liebe Freundinnen und Freunde. Sich zu streiten um der Sache willen, das haben wir lange geübt. Und ich sage auch ganz klar, ich will nicht zurück zu Parteitagen mit Wasserpistolen und Farbbeuteln. Ich will nicht zurück zu Zeiten, als BDK der Ort für Verletzungen waren, am Trommelfell und an der Persönlichkeit. Nein, ich rede von einer Debattenkultur, in der wir kontroverse Meinungen dezidiert zulassen. Dass man hier vorne ans Pult gehen kann und weiß, da werden jetzt nicht alle meiner Meinung sein, aber die gehören mir zu, liebe Freundinnen und Freunde, und zwar egal, ob ich 30 Jahre bei dem Laden bin oder 3 Monate, egal, ob ich Basis- oder Bürgermeister bin. Liebe Freundinnen und Freunde, es kommt darauf an, dass wir das wieder wollen, dass Leute sich trauen, ihre andere Meinung hier zu sagen, dass wir ihnen zuhören und dass daraus etwas folgt. Und das meine ich mit neuer Debattenkultur. Und wenn dann am Ende ein Kompromiss steht statt einer Kampfabstimmung, dann muss das nicht schlimm sein. Aber wenn schon am Anfang ein Formelkompromiss dasteht, der keine Debatten mehr zulässt, dann sind das nicht meine Grünen, dann sind das nicht die, zu denen ich gekommen bin, weil Meinungsfreiheit und weil Debattenfreiheit für uns so wichtig ist, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich glaube, lieber Winfried, ich widerspreche dir ja ungern. Du hast gesagt, wir wären aus der Spur geraten. Ich glaube, wir waren in den letzten Jahren viel zu sehr in der Spur. Wir haben nämlich nicht mehr gesehen, was rechts und links eigentlich passiert. Und darauf kommt es an, dass wir das wieder wahrnehmen, was um uns herum passiert und dass wir tatsächlich im wahrsten Sinn des Wortes anschlussfähig werden. Und das brauchen wir. Wir haben nämlich im nächsten Jahr Europawahlen, wir haben Kommunalwahlen und wir haben 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland, wo wir um den Wiedereinzug in den Landtag kämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Und das müssen wir gemeinsam tun und mit allem Engagement und mit aller Kraft, die wir haben. Und so, dass wir die Leute wieder davon überzeugen können, dass wir brennen für die ökologische Transformation, dass wir brennen für mehr Gerechtigkeit, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind die Partei, die beides hat, den Blick auf den Alltag und den visionären Überschuss. Und begeistern und begeistert zu sein, das gehört zusammen. Ich bin überzeugt, das können wir schaffen. Und dann will ich ganz zum Schluss sagen, dass ich für die Zukunft und für die nächsten 4 Jahre bis zum Jahr 2017, worauf kommt es eigentlich an? Viele sagen ja jetzt, es käme darauf an,
dass wir uns Koalitionsoptionen eröffnen. Und ich habe was über Eigenständigkeit gesagt. Ich sage euch aber, diese 4 Jahre, da geht es um was ganz anderes. Da geht es um eine Sache zwischen den Wählerinnen und Wählern und uns. Es geht darum, ob wir endlich wieder an das Potenzial anknüpfen können, das wir haben. Und ich sage euch, es kommt darauf an, dass wir in diesen 4 Jahren unser Ergebnis verdoppeln und dass wir nicht mehr rumkrauchen, da wo wir jetzt sind. Das ist zwischen den Wählerinnen und Wählern und uns. Und das ist die Ansage, um die es geht, liebe Freundinnen und Freunde. Der alte Luther hat gesagt, tritt fest auf, mach's Maul auf. Genau darum geht es. Dann hat er auch noch gesagt, hör bald auf. Das meinte er, wenn es um das Reden geht, das mache ich jetzt. Aber das mache ich nur, um mit euch anzufangen und dafür zu sorgen, dass wir diese eigenständige, diese freiheitsliebende, diese ökologische Partei der Zukunft sein können und sein werden, die sich keine Diskussion schenkt und die weiß, wofür sie kämpft und die weiß, dass sie die Einzige ist, die das mit der Überzeugung und mit der Leidenschaft kann. Vielen Dank.